Also es ist ja auch nicht nur Du-Macherei, sondern auch generell bei uns der Perfektionismus. Und das treibt uns an. Für uns ist das in Schaffhausen zu sein wirklich auch irgendwie durch eine Ehre. Da ist die Uhrmacher-Tradition schon sehr lang verankert. Gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert. Wenn ich durch die Straße durchlaufe, in die schöne Altstadt, dann fühle ich mich auch wirklich wohl und inspiriert mich. Also wir haben schon immer den Drang gehabt, etwas Eigenes zu machen. Alles hat auch ein als Hobby angefangen, absolut. Das sind wie viele Jahre, wo wir jetzt das ausgetüftelt haben? Ja, 4 Jahre etwa. 4 Jahre. Ja. Und eben, was unsere Uhr ausmacht, ist halt die ganze Handarbeit und das Finissage, wo wir dort reinstecken. Was bei den anderen grösseren Firmen mehr mit der Maschine hergestellt wird, machen wir noch wirklich von Hand. Und das ist eigentlich auch die Verbindung, die wir machen mit Uhrmacherei, weil Uhrmacherei ist so ein alter Beruf. Braucht es eigentlich nicht mehr heutzutage, aber er wird immer noch die Leute schätzen, was von Hand erstellt wird. Auf dieser Maschine wird ein Sperr bearbeitet, es wird mit einem Rundsonderschliff versehen. Und da ist ganz wichtig, dass man die Drehzahlen zueinander gegenläufig und den Winkel der Schleifscheibe eigentlich exakt einstellt. Wir polieren alle unsere Schrauben von Hand auf einer Zinnplatte polieren. Und dort ist auch sehr wichtig, dass man sehr ruhig und sehr gleichmäßigen Druck auf die Zinnplatte gibt, damit es nachher eine perfekte Politur bekommt. Unsere bearbeiteten Komponenten werden eigentlich vor dem Oxidieren geschützt und darum tun wir das in unserer eigenen Kleingalvanik galvanisieren und so rodinieren. Der letzte und grösste Schritt ist eigentlich die ganze Montage vom Werk. Und dort geht es darum, die ganzen Teile in die richtige Position einzustellen. Wir müssen sehr viele Anpassungen machen, sehr viele feine Einstellungen, damit die Uhr nachher auch sehr genau laufen kann. Abschließend, wenn die Uhr montiert ist, wird sie noch geprüft. Wir haben Gangmessgerät, wir haben Wasserdichtigkeitsmessgerät und noch einen Praxiszyklotest. Der Hawk Capisco ist für mich wirklich die ideale Stuhl zum Arbeiten. Durch das, dass man in der Höhe sehr gut verstellen kann, sehr hoch rauf und auch sehr weit runter, kann ich die ganze Kontrolle machen, was super praktisch ist. Und nebenbei hocke ich mir wirklich als Uhrmacher lang am Arbeitstisch und konzentriert arbeiten können. Und da ist bequem schon natürlich das Beste dazu.